Großer Bahnhof für einen, der den Verband 35 Jahre lang geprägt hat. Wolfgang Drexler mag solche Auftritte eher nicht. In den Mittelpunkt stellt er am liebsten die Menschen und die 330 Firmen, die er vertreten hat. In unserer Laudatio und unseren Mädchen werden Sie nächste Woche und übernächste Woche lesen können, was Sie alles gemacht haben in Ihrem Leben. Okay, hoffentlich gibt es ein paar Geheimnisse. Genau. Ein Geheimnis ist seine Erfolgsbilanz nicht. Wenn man so Statistiken anschaut, da ist das Unternehmer-Image häufig ziemlich hinten angesiedelt. Und wir durch unsere vielen Maßnahmen, gerade in Sachen Ausbildung, Nachwuchsförderung, haben, glaube ich, in der Region auch bei den Gebietskörperschaften ein gutes Image erreicht. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Hinter so viel Understatement verbirgt sich eine große Leidenschaft. Ich habe so das Gefühl, dass ich wirklich mit Herzblut, ja, und mit voller Kraft für die Unternehmerverbände eingesetzt, ja. Also wirklich so von ganzem Herzen. Ja, der war da mit Leib und Seele dabei und das ist was man auch spürt. Nennen wir die Dinge doch beim Namen. Ein Haus hat er gebaut. Wenn man eine Leistung heraus und hervorheben muss, dann ist es natürlich das Haus der Wirtschaft, das wir hier in Darmstadt dank seines Engagements, seines Einsatzes haben, gewissermaßen einen Hafen. Und ich glaube, das ist die größte Leistung, die auch am längsten wirken wird. Beeindruckende Leistung dank beeindruckender Persönlichkeit. Ein aufrechter, gerader Charakter und sagt direkt raus, was er denkt, sehr positiv. Und die ganze Zeit, die ich dann mit ihm erlebt habe, zuerst war er noch hier angestellt, dann ist er Geschäftsführer 1994 geworden und er hat diese ganze Arbeit mit Bravour gemacht. Er hat den Verband weiterentwickelt. Verbände in den 70er, in den 80er, in den 90er Jahren sind anders, als Verbände heute sein müssen. Und das hat er früh erkannt und hat den Verband in seinen Strukturen, in seinen Dienstleistungsangeboten immer nicht nur der Zeit angepasst, sondern er war auch immer der Zeit ein Stück weit voraus. Nicht nur mit seinen Unternehmern war er immer in Bewegung. Herr Drexler ist ja ein passionierter Fahrradfahrer. Ich auch. Jetzt fehlt mir auf der Unternehmerseite der fahrradfahrende Kooperationspartner. Ich hoffe, sein Wirken hat auch in dem Bereich Spuren hinterlassen. Man hat gemerkt, dass so im letzten Jahr er sich angefangen hat, mit dem Gedanken anzufreunden. So als Rentner will er sich ja nicht sehen, passt auch gar nicht zu ihm. Aber so im letzten Jahr hat man gemerkt, er findet sich langsam damit ab, dass diese Lebensphase zu Ende geht. Ja. Und er freut sich auf die nächste.